Ich glaub's ja nicht. Mein Einzager. Jo. Da muss ich wohl ran. Mach ich morgen. Oh Gott. Moin, liebe Imker. Ein kleines Notfallvideo. Dieses Volk ist sehr laut. Und es ist mein Einzager. Ich weiß, dass sie Brut hatten, weil wir Futterkampfprobe gemacht haben. Und ja. Und eigentlich hätte ich das jetzt auf nächste Woche geschoben. Aber nachdem ich da reingeguckt habe und wissen wollte, warum die so laut sind, jetzt weiß ich's. Also ran an den Speck eben machen, dann habe ich Ruhe und kann mich entspannen. Man sieht, derbe Platznot, die haben versucht zu bauen, aber natürlich geht das da nicht so gut. Sie haben aber nicht angefangen hier zu bauen, wahrscheinlich weil das Brutnest zu weit entfernt ist. Die sollen nämlich auch gar nicht anfangen zu bauen, weil bauen bedeutet Energieverlust. Die sollen sich um Brut kümmern. Das haben sie auch hinreichend getan, aber ja, ich habe mein Stativ leider vergessen. Nö, habe ich nicht. Ich habe es mit. Ha! Dann bis gleich. So, dann wollen wir mal ran. Gucken, was uns das Volk sagt. Wie gesagt, es will bauen. Ich weiß nicht, wie viel Futter drin ist, aber ich glaube, da ist noch eine Masse drin. Ist auch noch. Immer wenn ihr ein unruhiges Volk seht, dann wisst ihr, dass ihr nachgucken müsst. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, das sieht nach Futtereintrag aus. Nach Nektareintrag. Jo. Also Futter brauchen die Damen nicht. Wohl eher Platz. Auch Pollen. Und ein Spielnäpfchen. Das passiert nämlich so einem Volk sehr schnell, wenn es keinen Raum hat zum Stiften. Noch ist es nur Spiel. Pollen vereinzelt Stifte, komisch. Sehr komisches Volk. Also, so ganz sauber gefällt mir dieses Volk nicht. Na, hier ist Pollen, dann kommt als nächstes hier vereinzelt Stifte. Ich weiß nicht, ob man sie sehen kann. Natürlich hängen wir sie so rein, wie wir sie gefunden haben. Auf der Gegenseite sehen wir auch nur Pollen, also und eben diese Stifte. Jetzt wird es eng da hinten. Eieiei. Die Bahnen sind noch voll. Thank you.
Da kommen verdeckelte Zellen zum Vorschein, das sehe ich schon. Dass sie einfach etwas länger die Brut halten können und dadurch weniger Energie verbrauchen. Weil sie müssen nicht sofort alles wieder neu anlegen, sondern haben da ein bisschen Zeit. Ah, das sieht alles nicht so. Also verdeckelte Brut, das heißt, die Stifte kommen nicht von einem Drohnenmütterchen. Das kann nämlich nicht. Und da das Arbeiterinnenbrut ist, brauchen wir uns da auch keine Sorgen machen, dass wir es hier mit einem Buckelbruder zu tun hätten. Ist kein schönes Brutnest, aber für die kalten Tage jetzt ist es angemessen. Ne? Die Königin ist, glaube ich, noch ungezeichnet. Auch hier die verdeckelten Brutzellen, die eben noch von den 21 Tagen, wir hatten ja 4 Wochen kalt, zurückgeblieben sind. Aber sie sind ganz ruhig und die Königin sieht aus wie eine Backfast. Ich weiß nicht, ob ich sie noch sehe. Da habe ich das Rähmchen kaputt gemacht. Wie schön. Hier ist alles nur Pollen. Also Pollen habe ich ohne Ende. Und die tragen ein. Also muss ich dafür sorgen, dass genug Platz ist.
sogar ohne Ende. Werden wir hier mal ein bisschen Platz schaffen. So. Hier lasse ich einen frei, weil die ganzen sonst wieder verkleben und dann mache ich es mir schwer. Habe ich nicht vor. Und deswegen imker ich jetzt nur hier auf 10 Rähmchen. So. Und dann gucken wir mal, ob die den Raum oberhalb, ob die den Honigraum annehmen. Na, so viel Druck herrscht Gott sei Dank nicht, aber wenn es jetzt warm wird, kriegen die Brut. Dann wird der Platz eng, weil da auch viel Nektar schon eingelagert wird. Und dann wird das Ganze kritisch. Deswegen musste ich jetzt hier arbeiten. Und musste das Ganze ein bisschen freier machen. Und zwar besonders am Einflugsloch.